Grüß Gott, ich bin eine Wienerin, ich heiße Susanne Kreiser. Das, was ich nach 5 Jahren in der Hand habe und als Buch herausbringe, ist die Geschichte eines SS-Offiziers, der politisch gut vernetzt war, im Dunstkreis eines Mächtigen agierte und eines Tages, eben vermutlich im Jahr 1942, begonnen hat, Juden zu helfen. Ich weiß nicht und kann nicht erzählen, was diesen Umschwung in seiner Meinung gebracht hat. Ich habe ein paar Theorien dazu, die auch in dem Buch stehen. Ich kann nur zeigen, er hat teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich versucht, Juden zu retten. Ich denke, das Besondere an meinem Buch ist, es ist wirklich spannend, so spannend, wie es für mich selbst war, zu recherchieren, herauszufinden, auf neue Ideen zu kommen, wo könnte ich noch schauen, wo könnte ich was finden, wie komme ich diesem Helmut Pfeiffer nahe. Viele Irrtümer, viele Sackgassen, viele Misserfolge, viele Doppelgleisigkeiten, viele Erfolge, viele auch lustige Begebenheiten. Ich erzähle dem Leser und der Leserin, was ich erlebt habe bei meiner Suche. Es ist meine Suche nach dem Helmut Pfeiffer.